Intelligenter als der Mensch ist nur der Computer. Wir nennen es künstliche Intelligenz. Und ganz vieles rund um die künstliche Intelligenz kann man seit heute Nachmittag um 4 Uhr und noch bis am Abend um 10 Uhr an der Lagerstrasse zmitzt in Zürich erleben. Und dort schalten wir jetzt, und zwar zum Frank Richter. Hallo und herzlich willkommen da vor der Lagerstrasse 41 in Zürich. Wir sind da im Nü, der neuesten Event-Location von der ZHW, und wir machen am heutigen Abend Digitalisierung spürbar. Wir haben da 5 verschiedene Stationen, wo man Digitalisierung machen kann, wirklich erleben und ausprobieren. Und leider lange Zeit nicht, um alle 5 Stationen durchzulaufen, aber wir picken uns mal 3 raus und schauen die jetzt mal an. Einfach mal mitkommen. Das Nü ist übrigens heute eröffnet worden. Es ist also alles brandneu da drin. Auch die Leute, die da stehen, sind zum ersten Mal da. So auch der Dominik. Der Dominik vom Verein Übermorgen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Was genau, also wir sehen schon, es hat eine Roboterbar, aber was genau passiert da? Ja, das ist ein Roboter da, der verschiedene Getränke ausschenken kann. Das heisst, man kann hier beim Interface bestellen und dann bringt er ein Bier oder ein Softgetränk und kann so in dem Sinne unseren Durst stillen. Genau. Sensationell. Zeig uns doch mal, wie das funktioniert. Ja. Also es ist ganz einfach. Ich kann hier zum Beispiel bestellen, sage, ich will das Mineral. Und bei uns, wir sind vom Verein Übermorgen, möchten ein bisschen aufmerksam machen auf die verschiedenen Themen mit der Digitalisierung. Bei uns kann man zum Beispiel mit einer Foto zahlen. Das heisst, ich kann hier reingehen und ein Foto von mir machen. Es gibt dann gewisse Einschätzungen über mein Alter zum Beispiel und kann dann mit dieser Fotozahl, eben die Daten sind Gold wert, wir sagen, okay, wenn das wirklich so ist, dann können wir auch mit diesen Zahlen. Genau, warte schnell, er sagt jetzt, du bist männlich und schätzt dich auf 39, emotionneutral, würdest du sagen, kommt an, zumindest alterstechnisch? Sag jetzt nichts dazu. Okay. Aber dann lassen wir mal, genau, dann lassen wir chatten, den Roboter. Auf geht's. Genau, und jetzt leitet er da los. Hat er das mal ausgerechnet, wie viele Drinks kann er pro Stunde raus, da theoretisch? Ja, etwa eine Minute pro Minute. Also eine, 60 in dem Fall. Genau, okay. So in die Richtung. Wie lange hat man zum so einen programmieren? Ja, der Roboter programmieren geht eigentlich relativ schnell. Das heisst, es ist ein Roboter, den kann man so kaufen. Da gibt es ein Programmierinterface dazu. Was eher aufwendig ist, ist der ganze Rundum und der ganze Aufbau zu machen. Die Holzdecken, alles designen, die Elektronik, schauen, dass die Software läuft, das ganze Interface, dass am Schluss wirklich alles zusammenpasst. Wie lange haben Sie jetzt gehabt, bis Sie das können? Wir sind da etwa 1,5 Jahre dran gewesen. Ja. Immer natürlich in unserer Freizeit dran gearbeitet auch und viel ausgetüftet, ausprobiert. Sodass wir hier heute ein kühles Wasser trinken können. Es hat aber auch Bier, das muss man auch sagen. Genau. Und falls jemand Lust hat, um den Roboter mal zu erleben, wir sind noch bis um 10 Uhr da. Also ihr könnt ohne Probleme vorbeikommen, es ist ein Zertifikatsanlass. Aber wenn ihr das am Türsteher zeigt, dann sind ihr drin und auch ihr könnt beim Roboter mal ein Bier rauslassen. Ihr habt ja mal versucht, mit dem auch noch andere Drinks zu machen und das hat dann auch nicht ganz funktioniert. Erzähl mal, was hättet ihr eigentlich noch sollen machen? Ja, wir haben schon mal mit einer Slush-Maschine versucht, am Street Food Festival 2019. Und dort ist er aber ein stehen geblieben und das Slush ist einfach nur noch rausgelaufen. Es hat eine riesen Sauerei gegeben. Das haben wir jetzt alles heute erspart. Aber grundsätzlich könnte ich dann auch noch mehr Sachen, wenn wir auch noch ein bisschen Zeit würde, investieren. Genau, er hat jetzt da den Drink auch schon angestellt. Woher weiss er denn, wo der hin muss und wie viel das Platz hat? Genau, also wir haben hier 3 verschiedene Positionen. Da hat es verschiedene Sensoren drin, wo der Roboter nachher weiss, als steht schon das Getränk dort. Zusätzlich haben wir auch noch andere Sensoren in der ganzen Anlage, bei der Becherausgabe, bei der Getränkeausgabe, wo gemessen wird, wie viel Getränk wirklich rausgeschenkt wird. Das heisst, der Roboter kann so seine Umgebung ein bisschen besser einschätzen und auch auf Fehler reagieren. Was ist so ein bisschen schwierig, wenn man so einen programmiert? Schwierig ist, dass am Schluss wirklich alles zusammen funktioniert. Oder jedes einzelne Teil kann natürlich einen Fehler haben. Der Roboter kann einen Fehler haben, die Software kann einen Fehler haben, die Elektronik kann einen Fehler haben, die Sensoren und so weiter. Dass am Schluss wirklich alles zusammen super funktioniert, robust, das ist immer recht herausfordernd bei so einem Projekt. Ich probiere das jetzt auch noch mal schnell. Mal schauen, mal das Mineral rauslassen und zahlen mit meinem Fötterli. 3, 2, 1.
Achtung. Oh, hat sich ein bisschen verschätzt mit dem Alter. Hat mich jünger geschätzt. Das ist lieb vom Roboter. Immerhin einer. Vielen Dank, Dominik. Danke vielmals, ja. Schön, bist du da. Und wir gehen mal weiter. Wir haben hier weitere Posten, wo man Digitalisierung erleben kann. Falls ihr euch sagt, ich habe schon einen Zugroboter oder so. Pipifax, sage ich, weil da hinten haben wir einen Herr, der Hirnströmungen misst. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Bleibt nur stehen. Hallo. Der Julian Amacker ist das und das ist deine Masterarbeit, oder? Genau. Erzähl mal, was das Nicht der Mensch, genau. Das muss man dazu sagen. Erzähl mal schnell, was das genau ist. Das ist ein Elektroenzephalogramm, ein EEG, wo die Hirnströme misst. Und in Kombination mit dem, dass es auf den Computer übertragen wird, haben wir ein BCI, Brain Computer Interface. Und die Hirndaten werden übertragen und gefiltert und dann klassifiziert. Und was genau bewegt sich dort? Weil jetzt haben wir gerade gesehen, es geht rein und raus. Was bedeutet denn das? Ja, wenn die drei Objekte zusammen sind, ist er entspannt. Und wenn sie auseinandergehen, ist er nicht entspannt oder tendenziell konzentriert auf etwas. Fühlt man da was? Wie fühlt sich das an? Sonderlich bequem ist es nicht, aber ich habe gehört, es gibt schon neue Modelle, die dann bequemer sind zum Aufsetzen. Ja. Aber sonst spüre ich nichts. Vorher, als ich gelesen habe, sind sie auseinander. Also es scheint schon zu funktionieren. Okay, also das heisst, versuch dich mal aktiv zu entspannen jetzt. Es bewegt sich tatsächlich ganz wenig. Was ist denn die Idee hinter dem? Also es ist jetzt natürlich witzig, um das mal so zu sehen, aber das soll ja durchaus auch einen Nutzen haben. Genau. Also das Beispiel ist zum Beispiel in der Psychiatrie. Man kann ADHS-Patienten therapieren, indem sie ein Feedback haben für ihr Level an Konzentration. Und statt dass man ein Medikament nimmt, kann man die Hirnareale, die zuständig sind, und auch Frequenzen, also Hirnareal plus Frequenzen, die zuständig sind für Konzentration, die helfen, konzentriert zu sein, kann man dann so wie gezielt trainieren. Man kann es ein bisschen vergleichen, wie wenn man einen Muskel trainiert. Und im Fitnesscenter hat man ein Feedback. Also man sieht einerseits und man spürt den Muskel. Und beim Hirn hat man das nicht. Und so ein Tool kann dann eigentlich wie helfen, gewisse Hirnareale oder Zustände zu trainieren. Das kann Konzentriertheit oder die Entspanntheit oder auch noch einem Schlaganfall in Regionen, die nicht funktioniert sind. Ja. Wie ist das? Wie viele Stunden sind jetzt in den Helm hineingeflossen, um den so zu designen und dann auch zu programmieren, das Ganze? Circa 3 Wochen, würde ich sagen. 2 bis 3 Wochen. 3 Wochen? Also es war im Verlauf von einem Jahr gewesen. Und ich bin schlecht im Schätzen, wie viele Stunden. Ich würde sagen, ich unterschätze es immer. Okay. Wahrscheinlich ist es doppelt so viel. Hast du jetzt quasi die Masterarbeit, also ist sie schon bewertet worden? Nein. Ah, okay, dann hoffen wir mal das Beste. Was wären denn noch so Ziele, die man mit so einem Ding erreichen kann? Also haben wir langfristig alle im Büro so einen an? Ich kann mir vorstellen, wenn die Sensoren viel kompakter sind, zum Beispiel im Kopfhörer integriert, dass das die Entspanntheit messen kann. Und ein Feedback kann geben, wie entspannt ist mit dem Arbeiten oder die Musik darauf anpasst, dass man das so optimieren kann. Die Gefahr steht natürlich auch wieder, dass man dann kontrolliert wird. Oder dass eine Firma alle Daten sammelt von den Mitarbeitern und sagt, du bist irgendwie nur noch 80% konzentriert, du wirst entlassen oder so. Oder das, also Privatsphäre wird jetzt sehr wichtig, dass man die schützt. Ja, Big Brother. Genau. Okay. Wenn wir dann ins Hirn schauen, dann wird es nochmal unheimlicher. Ich nehme an, du hast den Helm selber auch schon getragen, oder? Ja. Was hat dich so fasziniert, oder was ist so etwas, was du nicht erwartet hättest in Sachen Entspannung und Konzentration? Ja, dass es irgendwie recht subtil ist. Also, schlussendlich ist es ja nur ein Wert, oder? Man kann ja nicht sagen, das ist jetzt absolute Quantifizierung, Qualifizierung von Entspannung, oder? Also man hat gewisse Daten genommen und ein Modell gebaut. Und man kann nie ganz sicher sein, ist es jetzt, funktioniert es wirklich, oder? Weil das Hirn ist ja wie eine Blackbox. Und ja, man hat schon ein das Gefühl, ja, es funktioniert, aber ganz sicher kann man halt nie sein, oder? Verrat uns doch noch schnell, was studierst du genau? Computational Life Science. Und was macht man denn, wenn man dort mal einen Master hat? Ja, es gibt verschiedene Gebiete. Also die einen gehen so richtig Agrar oder Gentechnik oder Pharma. Und ich bin im Bereich Health, Digital Health. Also es geht eigentlich immer darum, Biotechnologien digital analysieren,
mit Machine Learning, Deep Learning Techniken die Daten Daten gewinnen und analysieren. Genau, und dann halt irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Genau. Sehr gut.